Auch im Jahr 2018 sind sie noch unterwegs. Straßenbahnen des tschechischen Herstellers CKD Tatra. Mit den bulligen Typen der Reihen T3D und T4D beginnt Mitte der 60er Jahre die Geschichte im Osten Deutschlands. Modernisiert rollen sie heute noch in Chemnitz, Dresden, Halle und in Leipzig. Mitte der 70er Jahre kommt ein neuer Fahrzeugtyp aus Prag, der KT4D, der in vielen DDR-Städten bald zum Bild gehört. In modernisierten Varianten fahren die Gelenktriebwagen in einigen Städten noch heute, wie auch in Brandenburg an der Havel. Blicken wir zurück. Im Jahr 1951 wird von CKD Tatra der Typ T1 vorgestellt. Vorbild ist der US-amerikanische PCC-Wagen, ein Großraumwagen mit zwei Drehgestellen. 287 Exemplare werden vom Typ 1 gebaut. 1955 folgt der T2. Er ist größer und hat deutlich mehr Leistung als sein Vorgänger. Bis 1962 verlassen insgesamt 771 T2-Wagen das CKD-Werk in Prag. Sie kommen in fast allen tschechischen Städten zum Einsatz. Bereits 1960 rollt der Typ T3 aus den Tatra-Werken, nochmals größer und leistungsstärker als seine Vorgänger. Aber deutlich leichter. Insgesamt 13.991 Trieb- und 122 Beiwagen werden bis 1990 hergestellt. Noch heute bildet dieser Typ das Rückgrat in vielen Städten Tschechiens. Auch in Prag. Charakteristisch sind die roten Plastischalensitze und der große Raum für Stehplätze. In der ehemaligen DDR fahren die ersten T3-Züge ab 1964 in Dresden. Doch in der Elbestadt sind sie mit 2,50 Meter zu breit. So rollen dann ab 1969 die ersten Serienfahrzeuge, jetzt vom Typ T3D in Karl-Marx-Stadt, dem wieder heutigen Chemnitz. Im Einsatz sind meist sogenannte Großzüge, bestehend aus zwei Triebwagen und einem B3D-Beiwagen. In den 90er Jahren wird ein Teil der Chemnitzer T3D-Flotte umfangreich modernisiert. Außen und innen hat sich das Aussehen deutlich verändert. Im Sommer 2015 können wir auf einigen Linien noch modernisierte Tatra T3D beobachten.
So sind auf der Linie 6 Hauptbahnhof Alt-Chemnitz ausschließlich Tatras unterwegs. Hier am Roten Turm. Die modernisierten T3D-Triebwagen sind seit der Modernisierung in den Farben der Stadt blau und gelb lackiert. Sie fahren in der Kombination Triebwagen plus Triebwagen. Großzüge mit zusätzlichem Beiwagen gibt es bereits seit 2010 nicht mehr. Der Hauptbahnhof wird erreicht. Im 30-Minuten-Takt fahren die Züge auf der Linie 6. Inzwischen sind viele T3DM durch neue Bahnen ersetzt. Zwar fahren sie auch im Jahre 2018 immer noch, doch der Abschied zeichnet sich ab.